Ralf Wetzig ist in Graupar zu Hause. Der gelernte Rettungssanitäter arbeitet seit vielen Jahren als Büroleiter für Land- und Bundestagsabgeordnete der SPD. Von den Sozialdemokraten wurde der 49-Jährige auch zum OB-Kandidaten gewählt. Unterstützt wird Ralf Wetzig dabei von den Mitgliedern der Grünen. Ralf, 19 Jahre Kommunalpolitik und jetzt ist es soweit, du bewirbst dich erstmalig um den Posten des Oberbürgermeisters in Pirna. Warum hast du dich zu diesem Schritt hinreißen lassen? Ja, hinreißen lassen würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe mir das sehr genau überlegt, habe das mit Familie und Freunden und Wegbegleitern besprochen und mich dann so vor anderthalb Jahren dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen, weil ich einfach mehr gestalten möchte, mehr vor Ort Dinge bewegen und voranbringen für unsere schöne Stadt Pirna. Und das kann man als Oberbürgermeister, als Moderator und Manager dieser Stadt am besten tun. Du bist 49 Jahre alt. Fühlst du dich jetzt vielleicht auch ein Stück weit reif für diesen Schritt, für diesen Posten? Ja, sicherlich ist das Alter und die Erfahrung, die sozusagen hinter einem liegt, hilfreich und gut. Und auch 19 Jahre Kommunalpolitik haben sozusagen dazu beigetragen, dass ich mir das auch zutraue, diesen Schritt zu gehen. Wo steht Pirna deiner Meinung nach aktuell? Also ich finde, dass Pirna eine schöne Stadt ist, eine wunderschöne Stadt ist. Ich habe in meinem Programm von der Perle gesprochen zwischen Sächsischer Schweiz und Dresden, die sich in den letzten Jahren prima entwickelt hat. Ich denke, man kann hier gut leben, man kann hier sehr gut leben. Es ist eine Stadt, wo alles auf kurzem Wege zu erreichen ist, wo viel entstanden ist, von der wunderschönen Innenstadt, die von vielen Gästen und Touristen bestaunt wird, bis hin zu schönen Wohngebieten und Ortsteilen ringsrum. Also, wenn sich's nicht hier gut leben lässt, wo dann? Nun ist sehr, sehr viel in Pirna passiert, speziell seit der politischen Wende 89-90. Ja. Und da reden wir nicht nur von der Altstadt, da ist Pirna, glaube ich, sehr gut entwickelt worden. Mhm. Besteht jetzt die Gefahr, dass wir gerade in so einer Delle sind? Ich würde nicht von einer Delle sprechen. Ich denke, wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo sich ringsherum viel verändert, wo viel im Wandel ist. Und da sollten wir als Pirna gut vorbereitet sein und dabei sein, dass wir sozusagen diesen nächsten Schritt mitgehen, sozusagen Pirna zukunftsfest machen für die nächsten Jahrzehnte. An was denkst du da konkret? Ja, da sind viele Dinge zu tun. Ich denke, Pirna war mal eine stolze Industriestadt. Ne? Ich sehe gerade, dass die Chance wieder groß ist, sich diesen Stolz ein Stück weit zurückzuholen. Du sprichst vom Industriepark? Ja, Industriepark, was auch immer, aber sozusagen von dem Wandel, der in Dresden jetzt schon sichtbar ist, in der Art zu partizipieren, dass es so eine wirtschaftliche Achse Pirna Dresden gibt, die hier Arbeitsplätze schafft, die gut bezahlt sind. Und das ist eine Riesenchance, die ich da sehe, auch hier mit Zukunftstechnologien Unternehmen herzubekommen, die dann helfen, Dinge in der Stadt zu finanzieren, die dann auch helfen, dass Menschen hier gute Arbeit finden und dann eben durch dieses schöne Pirna auch ein gutes Wohnumfeld vorfinden. In deinem Wahlprogramm, was sehr umfangreich ist, konnte ich das Wort Industriepark Oberelbe nicht lesen. Wohl aber weiß man von anderen Äußerungen deinerseits, dass du dem Projekt positiv gegenüberstehst. Wie passt das zusammen mit einem Partner, der dich unterstützt, wie Bündnis 90 Die Grünen, die ja wirklich die Gegner des Industrieparks sind? Nein, wir haben das miteinander besprochen, ne? Und es ist das Thema, wo wir unterschiedliche Auffassungen sind. Ich hoffe, dass ich einige oder mehrere Gegner oder Skeptiker dieses Vorhabens mit der Zusage gewinnen kann, dass ich diesen Industriepark nicht auf Teufel komm raus unterstützen werde. Ich denke, man muss schon genau hinschauen und muss schauen, was dieses Vorhaben mit der Region macht, was es mit den Menschen hier macht, was es mit der Natur und der Umwelt macht. Und dann an der richtigen Stelle die Entscheidung treffen, ja, wir wollen es und wir können das beherrschen und wir bekommen das hin. Oder dann auch die Reißleine zu ziehen. Ich denke, das ist
Das ist so meine Auffassung von generell von Projekten, zu schauen, ist das, was wir uns im 21. Jahrhundert und einem modernen Industriepark vorstellen, ist das umsetzbar. Und da rede ich dann auch schon davon, dass ich mir da oben einen grünen Industriepark vorstelle. Jetzt nicht grün im Sinne, dass da drei Bäume gepflanzt werden, sondern grün im Sinne, dass eben, wie ich vorhin schon sagte, dass da Firmen angesiedelt werden, die Produkte entwickeln, die nachhaltig sind und die uns bei der Energiewende und Transformationswende helfen. Und dass wir auch dort oben Energie selber nutzen und erzeugen. Also sozusagen die ganzen Punkte, die jetzt hier in diesen Diskussionen immer so eine Riesenrolle spielen, dass die dort umgesetzt werden können. Und natürlich müssen die Fragen, die insbesondere von Skeptikern aufgerufen werden, die müssen beantwortet werden. Wenn man in dein Wahlprogramm schaut, so ist relativ schnell zu lesen, du möchtest, dass die Verwaltung pragmatischer, schneller wird. Ist dir jetzt manches, was da passiert im Rathaus, schlichtweg zu langsam? Naja, hier und da schon. Ich denke, es steht deshalb im Wahlprogramm, weil es so ein bisschen meine Lebensphilosophie ist, Probleme zu identifizieren. Dann nach Lösungen zu schauen und dann aber auch schnell ins Umsetzen zu kommen. Das ist ja generell das Schöne an Kommunalpolitik, dass man Dinge auch schnell bewegen und verändern kann. Und ich wünsche mir, dass wir da an der einen oder anderen Stelle mutiger sind, Dinge mal ohne das zigmal abgesichert zu haben und die gesetzlichen Paragraphen dreimal rumgedreht zu haben, einfach auch mal versuchen und machen. Statt immer, an welcher Stelle vielleicht konkret könntest du dir genau das vorstellen? Ach, ich habe in den letzten Tagen, fast schon Wochen, viele Stadtteilbegehungen durchgeführt, weil ich gerne vor Ort sehen und hören wollte. Und da sind mir von ganz vielen kleinen Problemchen berichtet worden. Ich sage das bewusst so, Problemchen, wo ich mich immer gefragt habe, warum kümmern wir uns eigentlich nicht um diese kleinen Problemchen, die wir schnell und relativ unkompliziert eigentlich beheben könnten, bevor es zu viele Problemchen werden oder die Problemchen zum großen Problem. Und von daher wünschte ich mir dort einfach mehr Pragmatismus, würde ich bald sagen, und dass wir auch mehr den Menschen vor Ort zutrauen und mit ihnen tun. Also in Postdach ging es um eine Quelle, die vom Berg runterkommt und die zugewachsen ist an einer gewissen Stelle. Und da wollten Menschen die einfach freischneiden und den Platz schön machen. Und aus irgendwelchen Gründen ging das nicht. Und das sind so Dinge, wo ich sage, ja, da sprechen bestimmt zig Paragraphen dagegen und Haftung und was da alles eine Rolle spielen könnte. Aber da einfach mal ein bisschen mutiger sein, ein bisschen Zutrauen und Vertrauen haben in die Menschen, die was für ihren Ortsteil, für ihre Straße und dergleichen gestalten und verändern wollen. Und da wünschte ich mir mehr Mut und etwas mehr Pragmatismus. Es hat nicht immer was mit Schnelligkeit zu tun. Es hat was auch manchmal mit eben den Dingen, die ich gerade benannt habe. Vielleicht auch dem Bürger mehr Zutrauen. In deinem Wahlprogramm steht, die Summe von 100.000 Euro in einem Bürgerbudget zur Verfügung zu stellen. Mhm. Was genau verbirgt sich dahinter? Welche Idee? Was hättest du gern damit bewirkt? Also von dieser Idee des Bürgerbudgets bin ich total begeistert. Ich habe diese kennengelernt aus Kommunen im brandenburgischen Bereich, wo es das schon viel gibt. Das Bürgerbudget ist sozusagen, wie es der Name sagt, ein Budget, was die Bürgerinnen und Bürger entscheiden letztlich. Und jeder, der in dieser Stadt lebt, darf Vorschläge machen, was in seinem Stadtteil, was in seiner Straße, in seiner Umgebung doch mal verändert oder geändert werden soll. Das ist auch schon an der Bank, an Spielkästen, an Sand, hier an Spielplätzen, mal Holzkisten hinstellen, wo Sandspielzeug gesammelt wird und dergleichen. Ich habe da sehr, sehr viele Vorschläge in den Dingen gelesen, die in Brandenburg gemacht werden. Und es kann jeder diese Vorschläge machen. Und über diese stimmen dann an einem Tag der Entscheidung die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ab. Sie entscheiden also mit ihrer Stimme, welches dieser Projekte soll umgesetzt werden.
In Eberswalde, das ist so ein Paradebeispiel, hat dann jeder der Bürger 5 Stimmen und darf dann diese 5 Stimmen auf ein oder mehrere Projekte verteilen. Und am Ende werden die Dinge, die dort abgestimmt wurden und die in dieses 100.000-Euro-Budget passen, umgesetzt. Und es entscheidet kein Stadtrat, keine Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung schaut, ob das möglich ist und die Stadt zuständig ist, das ist klar. Aber das ist sozusagen was, wo die Menschen sagen, wir wollen das so. Für die Postdauerwehr ist was ich gerade erwähnt habe, diese Quelle da unten vielleicht mal schick zu machen. Für andere sind es andere Projekte, die wichtig sind. Und ich finde das eine wunderbare Sache und möchte das gerne auch für Pirna ins Leben rufen. Kleine, aber wichtige Projekte und dennoch denkst du auch an große Projekte. Zwei würde ich gerne herauskristallisieren. Zum einen das Drehkreuz ZOB, ja. Zentraler Busbahnhof in Pirna. Warum ist das aus deiner Sicht ein ganz wichtiges Thema in Bezug vielleicht auch zur Mobilität? Mhm. Bei mir ist beim Thema Mobilität die Überschrift, dass ich gerne möchte, dass alle schnell, sicher und günstig von A nach B bekommen. Und ich möchte da alle Verkehrsarten betrachten. Bei mir in den Gedanken geht es um den Fußgänger, den Fahrradfahrer, der mit dem Auto unterwegs ist, den Bus, den Zug und so weiter. Und wir haben aufgrund der Geografie mit dem ZOB einen Platz, den wir zum Mobilitätsdrehkreuz weiter ausbauen könnten. Das ist zum Teil schon Bus zur Bahn, aber auch dort kann man Verbesserungen herbeiführen, dass eben die Dinge im öffentlichen Personennahverkehr besser aufeinander abgestimmt werden, dass die Linien so geführt werden, dass sie auch effektiver und schneller sind vor allem. Und für mich gehört dort auch ein großes Parkhaus hin, dass eben diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, sicher wissen, ich kriege da einen Parkplatz, um dann in den Zug nach Dresden steigen zu können oder sonst wohin. Also das ist für mich sozusagen das Gesamtpaket. Und dafür bietet sich diese Fläche da, die wir vor der Landestalsperrenverwaltung haben und die jetzt schon zum Parken benutzt wird, aber da, wo da noch viel mehr Autos in dem Parkhaus unterkommen könnten, an, um all die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger auch abbilden zu können. Ein zweites großes Thema, und da ist vielleicht ein Stück weit auch der Ort mit verbunden. Wir sind jetzt hier am ehemaligen Kulturhaus Hanno, ja. Vielen noch bekannt. Das war lange Zeit wirklich das Kulturhaus auch für die Stadt. Mhm. Wir alle wissen, in Pirna gibt es kein Kulturhaus. Das Thema greifst du aber dennoch in deinem Wahlprogramm auch immer wieder auf. Mhm. Ein Kultur-Jugend-Bürgerhaus, so ähnlich, genau, glaube ich, genau. Heißt das Ganze bei dir. Ist das in der heutigen Zeit nicht ein bisschen groß und hochgegriffen? Naja, wir verspüren ja eigentlich den Bedarf. Ne? Den Bedarf nach einem Haus für unsere Jugend. Den Bedarf eines Ortes, wo mal Feste gefeiert werden kann, wo man mal ein Konzert machen kann, wo man mal tanzen kann und dergleichen. Ich dachte mir, warum nicht noch mal mutig sein und den Anlauf zu unternehmen, ein Jugend-, Bürger- und Kulturhaus in einem als Idee in den Raum zu werfen. Peter Hanke ist mit diesem Thema nicht wirklich in seiner Legislatur weitergekommen. Ja. Vielleicht war das nicht die Zeit reif oder es fehlten vielleicht weitere Partner. Ich denke, ich will es eben etwas größer fassen, indem man noch mehr Leute in dieses Haus, an diesen Ort denkt. Weil wir werden es nicht schaffen und ich halte es auch nicht für sinnvoll, für jeden seine Städte zu schaffen, seinen Ort, seinen Raum und so weiter. Ich bin so und so ein Mensch, der mehr gerne zusammentut. Ich würde gerne versuchen wollen, mit den unterschiedlichen Partnern, die es da bei diesem Projekt geben könnte, zusammen diese Idee dieses gemeinsamen Hauses. Und ich finde, das Weiße Ross bietet sich nach wie vor dafür an, nochmal neu zu denken und den Anlauf nochmal zu unternehmen. Und es würde ja auch sozusagen den Nutzungsgrad erhöhen. Ne? Also es sind dann mehrere Partner, die dieses Haus, dieses Objekt da nutzen und bespielen würden und damit auch mehr Nutzerinnen und Nutzer in dieses Objekt bringen. Also ich sehe da eine Chance. Auch eine Finanzierbarkeit? Denn darauf wird es hinauslaufen. Naja, also ich finde immer, wenn man eine Idee hat, wenn man Leute hat, die diese Idee bespielen, diesen Ort mit Inhalt füllen, finden sich auch Wege,
ein Objekt in Stand zu setzen und auf so einen Stand zu bringen, dass man das umsetzen kann. Für mich ist immer wichtig, kriegen wir den laufenden Betrieb finanziert? Also haben wir genug Leute, die dort was tun und machen wollen, und bekommen wir ein Konzept hin, das diese Idee stützt? Das ehemalige Jugendhaus Hanno ist ja auch in einer anderen Bedeutung für dich ein wichtiges Objekt. Du hast hier lange mitgewirkt und mitgearbeitet. Das Thema Jugendarbeit, damals war es der Jugendring, der dich begleitet hat oder den du begleitet hast, ist ein Thema, was wichtig ist auch für die Stadt. Also Jugendarbeit ist für mich ein extrem wichtiges Thema. Ich finde, wir müssen was tun gegen die Erlebnisarmut, gegen die Kommunikationsschwierigkeiten, gegen Angst, Wut, was auch immer bei Jugend unterwegs ist. Und dafür braucht es Angebote. Fehlen die momentan? Ich finde, ja, wir brauchen dieses Jugendhaus als einen Ort, wo man sich ausprobieren kann, wo man hingehen kann, um sich auszuprobieren. Aber ich denke, wir brauchen auch darüber hinaus sowas wie einen Ansprechpartner für Kinder- und Jugendarbeit, der die unterschiedlichen Angebote, die es gibt und die Leute, die sie suchen, zueinander bringt. Ich stelle mir da schon eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Stadtverwaltung vor, die mit modernen jugendgemäßen modernen Kommunikationsmedien umgehen kann, um sozusagen Jugend, die Ideen hat, die was machen will, mit denjenigen, die das unterstützen und voranbringen, zusammenbringt. Und es gibt nicht die Jugend. Die Jugend hat unterschiedliche Interessen, sucht unterschiedliche Räume auf. Wir können viele dieser Interessen befriedigen. Wir haben Sportvereine, wir haben Kulturvereine, die ein gewisses Angebot bieten. Aber wir haben eben auch ein Jugendhaus, wir sollten ein Jugendhaus haben, in dem man Musik machen kann, am Fahrradschrauben, am was weiß ich. Also was sozusagen die Interessen der Kinder und Jugendlichen ist, bis hin zum einfach nur abhängen und Musik hören, was ja auch einen Wert hat. Und deshalb denke ich, wir sollten das Angebot an der einen Stelle erweitern und für das andere, für Strukturen zu sorgen, die unterschiedlichen Interessen und die da helfen können, zueinander bringt. Du bist seit vielen Jahren Stadtrat in Pirna. Die Stimmung im Stadtrat ist mitunter schwierig, so möchte ich es mal bezeichnen. Welche Rolle spielt dort ein Oberbürgermeister? Wie kann er auf die Arbeit des Stadtrates positiv einwirken und wie würdest du es dann angehen? Ich halte das für extrem wichtig, diese Rolle des Oberbürgermeisters als Moderator, als Manager, weil letztendlich entscheidet kein Oberbürgermeister über XYZ und das, was wir in die Wahlprogramme geschrieben haben, sondern es braucht eine Mehrheit, und zwar eine Mehrheit des Stadtrates, die dieser Idee folgt oder sie vielleicht auch für gut findet oder in Abwandlung gut findet. Und von daher bin ich und werde ich der Kommunikator sein. Ich werde reden, ich werde sprechen, ich werde das Angebot zum Dialog immer wieder und zwar auch in alle Richtungen artikulieren. Das betrifft nicht nur den Stadtrat, das betrifft auch die Bürgerinnen und Bürger. Das betrifft die Vereine. Ich denke, wir müssen im Dialog, im Gespräch miteinander Dinge entwickeln und auch vielleicht einander besser verstehen hier und da. Und das ist meines Erachtens die Rolle des Oberbürgermeisters, wie sie ich sehe. Und ich habe so salopp geschrieben, dass ich eigentlich gerne viel draußen sein und unterwegs sein möchte. Sicherlich ist im Rat auch das eine oder andere zu tun, aber das will ich mir eigentlich gerne erhalten, weil die Stadtteilrunden zum Beispiel gezeigt haben, es ist viel besser, die Dinge miteinander zu sprechen, als zig E-Mails hin und her zu schreiben und dann versteht der eine das Geschriebene so, obwohl es so gar nicht gemeint war. Da ist das Gespräch viel, viel besser, weil man merkt, wie der andere darauf reagiert und kann dann auch darauf reagieren. Also ich würde auch als Oberbürgermeister gerne vor Ort, sehr, sehr viel vor Ort sein. Würde mich freuen, wenn mich Vereine und Initiativen zu ihren Dingen einladen, zu ihren Festen, zu ihren Höhepunkten, um sozusagen auch damit
das Wirken zu würdigen. Ich finde, wenn der Oberbürgermeister oder Vertreter der Stadt, auch Stadträte, sozusagen zu Festen von Vereinen kommen, ist das eine Art Würdigung. Man zeigt, wir finden toll, was ihr macht. Und das würde ich gerne vorantreiben wollen und viel mehr tun. Wichtig für einen Oberbürgermeister ist es auch, die Verwaltung, die Mitarbeiter im Rathaus, in der Stadtverwaltung hinter sich zu wissen. Mhm. 240 sind es immerhin an der Zahl hier in Pirna. Wie willst du das schaffen? Mit flexiblen Arbeitszeiten, mit der Möglichkeit der 4-Tage-Woche? Also ich glaube, es braucht verschiedene Angebote, was im Bereich Arbeitszeitmodelle anbetrifft. Das Arbeiten von zu Hause gehört für mich dazu, also Homeoffice. Aber auch vielleicht die Überlegung mit einer 4-Tage-Woche bei vollen Stundenumfang, das ist mir schon wichtig. Wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denken, und das werden dann wahrscheinlich eher die im Teilzeit sein, sie würden lieber an 4 statt 5 Tagen auf Arbeit gehen und den Rest dann für Familie und Freizeit und dergleichen zu haben. Warum nicht? Also ich denke, wir müssen da als Stadtverwaltung flexibel sein und damit Mitarbeiter binden oder attraktiv werden für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu uns kommen.